Die Goldpreise in Euro sind in zwei schnellen Korrekturen Ende September bis auf 1738 Euro gefallen. Die zehnjährigen Renditen in Deutschland sind seit August letztes Jahr von 1% auf 3% gestiegen. Außerdem ist die Inflation weltweit und auch in Deutschland deutlich zurückgegangen. In Deutschland lag sie im September nur noch bei 4,5%. Diese beiden Faktoren, wenngleich auf den ersten Blick vielleicht ohne Bezug zum Goldpreis, haben etwas direkt mit dem Goldpreis zu tun, haben etwas direkt damit zu tun, warum der Goldpreis eingebrochen ist. In der Vergangenheit war es so, und das sehen wir auch gleich, dass bei fallenden Realzinsen Gold bevorzugt wurde von Investoren, bei steigenden Realzinsen hingegen Gold verkauft wurde von Investoren. Hier sehen wir im Chart den Realzins im Vergleich zum Goldpreis. Besonders interessant ist die 0%-Grenze der Realzinsen. In der Zeit zwischen dem Jahr 2005 und heute ist der Realzins zweimal negativ geworden. Einmal im Jahr 2020 bis 2022 und einmal im Jahr 2012. Beide Male sieht man gut, dass der Goldpreis kurz davor war, nach oben auszubrechen, es ihm aber nicht gelang, da die Realzinsen aus dem negativen Bereich wieder positiv wurden. Nun steigen die Realzinsen dynamisch an, weil die Inflation sinkt und die Renditen steil steigen. Wieder ist im Goldpreis ein Unvermögen zu erkennen, die 2000-Dollar-Marke wirklich nachhaltig nach oben zu überwinden. Hinzu kommt eine charttechnische Komponente. Hier ist der Goldpreis seit Ende 2021 zu sehen. Eine Kerze steht für eine Woche. Der Goldpreis hatte von Mai dieses Jahres bis vor zwei Wochen einen bullischen Keil ausgebildet. Der Ausbruch aus diesem bullischen Keil ist fehlgeschlagen. Hier gibt es jetzt Stop-Loss-Verkäufe und technische Trader werden rausgekegelt. Außerdem hat sich ein oberes Trendwendemuster nicht verhindern lassen. Dieses obere Trendwendemuster könnte weitere Kursverluste mit sich bringen. Wenn der Goldpreis unter 1839 Dollar schließen sollte, bestünde das Risiko bis 1782 Dollar. Ansonsten, wenn 1839 Dollar auf Wochenschlusskurs verteidigt werden, besteht Potenzial für eine Erholung bis 1932 Dollar. Im Moment muss der hohe Zins also als Konkurrenz zum Goldpreis betrachtet werden. Das aber nur im Moment. Langfristig sieht es da ganz anders aus. Die Leitzinsen der Federal Reserve sind nämlich seit dem Fall von Bretton Woods 1973 immer weiter gefallen. Jedes Mal, wenn es eine Zinswende gab, mussten die Zinsen viel früher wieder gesenkt werden, um die damit ausgelöste Rezession zu verhindern oder zumindest abzumildern. Der Goldpreis, auch wenn er jetzt kurzfristig etwas nachgegeben hat, ist seither, seit dem Fall von Bretton Woods, von 80 Dollar auf 1826 Dollar gestiegen. Wenn jetzt die Fed nicht irgendein Wunder geschehen lässt und wieder einen Leitzins von 10% wie früher möglich macht, ohne die Weltwirtschaft in eine Krise zu stürzen, dürfte dieser Trend im Gold eher anhalten. JP Morgan glaubt es übrigens auch. Die sehen Rekordpreise beim Gold auf uns zukommen. Wenn Sie die Argumente von JP Morgan kennenlernen wollen, dann sollten Sie dieses Video jetzt auf keinen Fall verpassen. Uns gibt es übrigens auch unterwegs zum Anhören als Podcast auf Spotify. Schaut doch mal rein. Bis bald.